Neue große Höhle unter 650, hänge überm Abgrund fest, sehe aber in der Tiefe irgendwo diese Pilze. Kannst du vorgelesen? Ja, jetzt wäre die Frage, wenn man die Pilze erkennen kann. Achso, wenn ich jetzt die Sichtweite variiere, dann könnte ich nachprüfen, welche Fallhöhe ich hätte. Ja, rein theoretisch schon. Nur ist halt nicht so genau, weil ich weiß nicht, also ist ja immer das, dass er ganze Blöcke einblendet oder nicht einblendet. Heißt also, muss man wirklich gucken. Bei 70 sehe ich nichts, bei 80 sehe ich den Grund zu tief. Definitiv, ja. Könnte schmerzhaft werden. Das würde wehtun. Das ist jetzt ein neuer Vorschlag für eine API oder für eine Mod in Mindtest, genau. Höhenmesser oder wie? Nein, Stromschläge, wenn man geschlagen wird oder stirbt. Ach so. Ach übrigens, ich habe letztens herausgefunden, wie man hier Ananas, wie man hier mit Ananas umgeht. Weil bei Ananas gibt es ja keine Samen und die Ananas selber kann man auch nicht einpflanzen oder so. Scheiben machen. Genau. Scheiben machen, dann bekommt man im Inventar diese Ananasköpfe bekommen. Bekommt man denn? Darauf musste erstmal kommen. Ich habe bestimmt gesucht, wie man da irgendwie an Samen rankommt oder nur die Ananas kann. Ja, ich wohne hier, wo Ananas wächst. Und meine Tochter und ich haben auch Ananasfelder besucht und haben das dann live gesehen. Und daher war mir das dann klar. Ist ja voll unfair. Wissen ist immer unfair. Von einer Seite aus. Achso, das sind alles Fertigprodukte hier. Meine Güte, mache ich beim Sprechen genauso viele Rechtschreibfehler wie eben im Chat? Hallo, ja, wir haben gerätselt. Wir haben so viel weiter genug. Genaut. Genaut hat. Und nur rotes Zeug. Ich meine, gut, sag mal irgendeinen zufälligen Satz. Ich lebe. Oh ja, da waren mindestens drei Rechtschreibfehler drin. Okay, vergiss es. Lass es. Habe ich direkt aus einer Aussprache gemerkt, den Satz hast du komplett falsch zusammengesetzt und wieder auseinandergenommen. Was rede ich jetzt eigentlich gerade? So. So, also ich höre mal, besser das Sprechen auf, sonst falle ich noch in ein Loch, weil die Finger nicht an der Maus sind. So, ich denke mal, Eisen haben wir genug. Naja, was heißt genug? Also explizit danach fahren müssen wir war zwar nicht mehr, ist richtig, aber sag mal so, Eisen ist ja wirklich etwas, aber davon kann man in dem Sinne nie genug haben, weil kann man immer gebrauchen. Stimmt, bei der Gelegenheit gleich mal ein bisschen was holen. Ich brauche die ersten Upgrades hier. Bisschen Werkzeug. So, jetzt hätten wir gleich etwas, wofür wir Eisen brauchen. Upgrades für die Dwarver. Ich weiß immer nicht, wie man das Wort ausspricht. Das ist immer so, alles klingt falsch. Wenn du das wie betonst, klingt es falsch. Wenn du das wie komplett weglässt, klingt es falsch. Englisch ist eine schwere Sprache. Also entweder spinne ich oder es geht dann langsam das Holz aus und dann wird wieder ein paar Bäume schlachten hier. Mach schnell, bevor irgendwer den Wald besetzt. Klar, Ronny. Renn zu den Bäumen hin und guck erst dann, ob du eine Axt dabei hast. Das ist genau die Art von Professionalität, die alle von dir erwarten. Na, ob da noch einer die nächste Folge sehen will. Chat, Dragon. Ah, das, ich will das mit der Farm so machen, dass jeden Tag eine Frucht oder sowas angepflanzt wird und nichts anderes. Ah, Wechselfruchtsystem. Gut für den Boden, ja. Ja, doch.
kann man mal machen. Aber jetzt hat er ja schon wieder rote Beete gepflanzt. Muss aber nicht. Also mir werden Ananas oder Erdbeeren lieber. Schmeckt besser. Ich bin sowieso so Südfrucht-Fanatiker. Also alles, was so ja eben so Richtung Ananas, Erdbeeren. Ich liebe solche Sachen. Aber gut, andererseits, wer mag Ananas oder Erdbeeren nicht? Erdbeeren, Südfrucht, Entschuldigung. Okay, hast recht. Ich nehme alles zurück. Weißt du, was hier um Chiang Mai in Nordthailand, subtropische Zone, bis zu 45 Grad im Sommer, der Renner ist für Touristen? Kokos? Erdbeerfelder. Dankeschön, Erdbeeren mag jeder. Erdbeer geht immer. Ja, wir haben Elefanten, wir haben Bananen, wir haben Ananas. Und dann sind an den Straßen, wo die Touris langfangen, also alle 100 Meter zwischen Kaffeeshops und Erdbeerfelder. Also von dem ursprünglichen, was ich so vor 12 Jahren mit dem Fahrradfahren gesehen habe, ist fast nichts mehr da. Na, dann können die Kisten hier in der Mitte ja auch bald weg. Ja, da hatte ich noch einmal umgebaut zum Schluss, weil die Kisten mit dem Oris und Eisen und den Blättern standen genau auf der anderen Seite von den Kohleöfen. Die habe ich dann rübergesetzt. Warum muss sie jetzt um den ganzen Haufen rumlaufen? No. Ja, vor allem das Schöne ist bei den Dwarven, wenn es wirklich zu eng werden sollte, kann man, weil die Schilder, die kommen sowieso dann alle weg, brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Und da kann man in dieser Reihe auch nochmal Dwarven hinsetzen, aber praktisch zwei Reihen. Ach, von hinten kann man die dann erweitern auch, ne? Genau, also genau. Okay. Oder von vorne, wenn du von vorne es schaffst, auf den Rahmen rauf zu, anzuvisieren. Dann kommst du auch an diese Einstellung. Ah. Ansonsten genau, halt von der Seite oder falls von hinten. Auch ein interessanter Von hinten Mod. Ist immer am besten, kennt man ja aus dem Alltag. Da kann man die besten... Ja, hab ich auch. Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Ich rede gerade von den Dwarven. Wovon redet ihr denn? Ja, natürlich. Wovon denn sonst? Es ging eher um die Zugangstechnik. Okay, okay. Also was die angeht, bin ich sehr zugänglich. Ich habe eine Wand gefunden, wo ich vielleicht rüberspringen kann. Du hast eine was gefunden, wo du rüberspringen kannst? Eine Wand. Ich habe eine Wand dieser Höhle gefunden. Boah. Jetzt weiß ich aber schon gar nicht mehr, wo die Leitern aufhören. Wisst ihr, was wir mal anbauen könnten auf den Feldern, wäre mal ein bisschen Baumwolle, damit wir uns endlich mal ein paar Rucksäcke bauen können. Mehseefund. Yay! So, gerade wenn ich die Bäume fälle, dann ja, ist das schon teilweise vorteilhaft, weil die ganzen Blätter hier immer mein Inventar spammen. Und ich als so ein kleiner Messi möchte solche Sachen auch immer ungern wegwerfen. Ja, bin ich auch so. Und mir tut's eine Seele weh, wenn ich hier Cobblestone in den Trash werfen muss, aber ich bin voll. Es gibt ja auch für Minecraft so eine Mod, da kannst du praktisch Kisten bauen, die du dann gefüllterweise in andere Kisten reinbauen kannst. Und kannst dann praktisch so ein, ja, Matroschka oder Containersystem aufbauen. Dingtron. Glaube, so hieß die, ja, genau. Ja, mit dem Dingtron, da gibt es einen Krater. Da kannst du die ganze Maschine, auch wenn sie 100 mal 30 Nodes lang und hoch ist, wie wir schon gebaut haben, kannst du einpacken und einfach mitnehmen. Ja. Und wenn du denn davon einfach mal dein ganzes Inventar voll hast und dann Kisten in Kisten hast, ich glaube mal, das wird dann langsam doch schon ganz schön, ja, abstrakt. Vor allem dann auch noch den Überblick behalten. Ich meine, bei der Mod, wo ich mich daran erinnere, da hattest du mehrere Farben, heißt also, du konntest die halt verschiedenfarbige Kisten bauen und damit dann immer ein bisschen Überblick behalten, indem du gesagt hast, okay, die Kisten, wo alles Essen drin ist, sind jetzt rot und Stein ist jetzt blau und damit weißt du schon mal, wo du suchen musst
Aber trotzdem, wenn du dann halt 80 Kisten ineinander verschachtelt hast, da du noch den Überblick zu haben, stelle ich mir echt schwer vor. Ich will damit schon mal andeuten, dass also dieses Erreichen der Bodenzone wohl nicht in Folge 3 geschehen wird. Erreichen der Bodenzone? So eine Bodenzone an sich gibt es ja eigentlich in dem Sinne nicht wirklich. Das Ende der Welt. Siehst du, das ist auch mal so eine geile Sache. Exkursion auf Höhe minus 30.000. Mal gucken, wie viele Folgen das... Alleine die Folge, wie wir den hinabsteigen, wird schon ziemlich viele Videos in Anspruch nehmen. Ja, oder machen wir da einen Zeitsprung? Ich habe mal auf einem privaten Testserver habe ich mal mit World Edit wirklich so einen Schacht, also da habe ich mich halt zu 000 teleportiert und dann zu 0-30.000 teleportiert, bin ein bisschen gelaufen, hatte gesagt, alles markieren und löschen, hatte wirklich mal so einen Schacht, drunter fallen, dauert ewig, weil er einfach so schnell fällt, dass die Welt nicht schnell genug nachlädt und man immer wieder stecken bleibt, praktisch in der Luft. Und wie gesagt, alleine das Runterfallen dauert über eine Viertelstunde. Also das habe ich ja. Wir haben solche Schächte auf Live-Servern und wir haben das Fallen gemacht. Mit meinem Server bin ich in der Lage, ruckelfrei runterzukommen. Jetzt nicht neidisch. Nee, du musst mal gucken, ein bisschen rumspielen am System Linux. Ne? Guck mal da die Cache-Werte an und den Sweppiness runter. Ich habe ja auch Videos, du musst mal gucken nach dem Video, da habe ich im Schnellflug 14 Kilometer Tunnel durchflogen. Es ruckelt nicht und ich habe davor den Server erst hochgefahren. Ja, nur der Testserver, der lief bei mir damals, oder der bei mir auf dem Raspberry Pi, und mit 256 Megabyte, da bringt Sweppiness daran drehen auch nicht allzu viel, wenn er halt einfach nicht mehr Arbeitsplätze hat im Moment. Das würde ich nicht mehr einen Server nennen. Ja, wobei, ich muss sagen, selbst mit wie gesagt, ist ja so Bastel-Server, da experimentiere ich ein bisschen rum. Und selbst mit Eternal, also so der Server, selbst so wie der auf dem Spiel, genauso gleich konfiguriert, läuft auf dem Raspberry Pi als Test-Session. Und das läuft tatsächlich erstaunlich gut. Ich meine, gut, da spiele ich natürlich auch alleine drauf. Wenn da jetzt 10 Spieler drauf sein würden, würde er definitiv die Kritik hochgeben, ist klar. Ich glaube mal, selbst bei 2 Spielern funktioniert es schon nicht mehr. Aber so mit einem Spieler alleine funktioniert relativ gut. Solange du jetzt nicht die ganze Zeit rumrennst und neue Biome, die er dann nachgenerieren muss, da ist auch immer ewig Ladezeiten. Von daher kann man das so für einen privaten Server, eben so innerhalb der Familie, wenn man da nicht allzu viel mit Mods arbeitet oder ähnliches, durchaus schon brauchbar. Kann man machen. Passiert? Was ist geschehen? Ich habe die Höhle erreicht! Ich habe die Höhle erreicht! Yay! Yeah. Wiedersehen nach einigen Jahren. Ich leide an Klaustrophobie. Nee, das kann nicht wahr sein. Ich hänge schon wieder beim Abgrund fest. Was ist denn das für eine Höhle? Eine höhlisch gute Höhle. Ha, ha, ha. Badum, tss. Diese Höhle ist die Hölle für mich. Oh Gott. Yay. Niveau. Ich hab noch nie so lange gebraucht, den Grund zu erreichen. Ich hätte Wasser mitnehmen sollen. Moment, Bex. Ja. Wow. Oh Mist, ich sehe gerade, die Eisenerweiterungen, also diese Upgrades, die bringen gerade das Doppelte. Warte mal gucken, Gold bringt gerade das Dreifache. Ja, da brauchen wir echt die Diamantendinger, aber die kosten so extrem viel, das ist ein Bullshit. Oh.
Okay. Das sieht aus, als wenn du die ganze Zeit am Winken wärst. Siehst du, so ein Dwarver-Controller könnte man auch mal machen, so eine Schubfachsteuerung. Ich bin jetzt einfach runtergesprungen. Und wie viele Herzen hast du noch? Jetzt, nachdem ich die Spinne auch noch bearbeitet hatte im Dunkeln, 8. Muss reichen. Oh jo. Das kann man ja noch machen. So, wo haben wir eigentlich Baumwolle? Ich fühle Freiheit. Gut, okay, man kann ja diese Upgrade kann man ja stacken, kann man bis zu 5 Stück reinmachen. Ich mache einfach mal testenshalber bei dem Dwarver, wo hier die ganzen, also das normale Holz drin ist, die normalen Blätter und die normalen Tapling. Da mache ich jetzt einfach mal ein paar Upgrades rein, weil davon haben wir definitiv am meisten. Mhm. Und dann gucken wir mal, wie weit das ungefähr so reicht. Ach lol, man kann diese Upgrades gar nicht im Inventar stacken. Ist ja lame. So, okay, dann knallen wir dich rein. Okay, umschaltklicken geht auch nicht. Also alle einzeln rein platzieren. So, okay, jetzt sollten wir hier den 6-fachen Platz drin haben. Ja, perfekt. Gut. Mhm. Können wir mal die ganzen Blätter rein, die ich hier im Inventar rumflattern habe. Ich meine, wir müssen mal gucken bei den ganzen Fertignahrungen, die wir so zubereiten. Die können wir tatsächlich in so einer großen Kiste lassen. Dann wissen wir erstens, wer sowas brauchen, wo wir suchen müssen, wenn nur noch eine Kiste da ist. Und zweitens gibt es davon natürlich so viele unterschiedliche Sachen, dass sich da so eine große Sammelkiste fast lohnt. Ja. Das ist einfach bei den Dwarven nicht wirklich Sinn. Okay, minus 12, 1234 erreicht. Huiuiui, jetzt muss ich mich nach oben graben. Hast du die Leiter nicht mehr gefunden? Wenn du diese Höhle hier siehst, verstehst du mich. Es ist der absolut Irrsinn. Jetzt stellt sich mir die Frage, auf welcher Seite, Richtung Norden oder Süden, habe ich die Leiter angebracht? Ja, das Problem habe ich auch immer, vor allen Dingen, weil, man möchte es halt immer über gleich haben. Und nicht diskutieren, guckt bitte nach, wenn Radar offen ist. Oh Mann, ey. Im Prinzip wäre es egal, man fällt dann nur auf die andere Leiterseite rüber, also. Aber wie schon gesagt, das soll schon ordentlich sein, ne? Also die Leiter hier ganz oben ist ausgerichtet gegen Osten. Also wenn man nach Osten schaut, hat man die Leiter direkt vor seiner Nase. Super ausgedrückt, klar verstanden, danke. Immer wieder gern. Rechnung kommt per Post. In welche Richtung war die Leiter ausgerichtet? Wie bitte? In welche Richtung war die Leiter ausgerichtet? Wenn du nach Osten guckst, hast du sie vor deiner Nase. So, und jetzt der andere Spruch noch dazu, danke. Die Rechnung kommt dann per Post. Nee, immer wieder gern, deswegen habe ich nochmal gefragt. Ich fürchte, wenn ich mal wieder ans Tageslicht komme, kenne ich nichts wieder. Ach, so viel hat sich noch nicht verändert. Eben. Im Gegenteil, du bist dich sogar besser zurecht, weil eben durch die Dwarven sieht man jetzt direkt, wo was ist. Vor allen Dingen ist es ja ist auch so grob in Gruppen eingeteilt. Da sind Nahrungsmittel, da sind Pflanzen, da ist alles, was mit Holz zu tun hat, also mit Bäumen und so weiter und so fort. Von daher. Jo, hier, ich bin mitten in einem Tunnel, um mich herum Stein und trotzdem werde ich beschossen. Willst du mich jetzt hier verarschen? Ja. Unbedingt. Ja, ich muss das definitiv mit diesen, dass Entities in den Blöcken gespeichert werden, echt komplett rausnehmen. Das ist doch echt ganz schön verbuggt. Hab gerade einen Dwarver abgebaut. Diese vier Flächen vorne, wo die man praktisch anklickt, um da Sachen reinzupacken, sind aber da geblieben. Jetzt hat er die Sachen praktisch, die normalerweise in den Dwarver reinkommen, weil der Dwarver ja gar nicht mehr da war, in der Luft platziert
Und als ich sie aus der Luft wieder rausnehmen wollte, sind sie einfach verschwunden. Ja, das war eben dieser Lackmoment. Ich habe nämlich auch, ich habe Fackeln gebaut und am Ende wusste ich nicht mehr, wo eigentlich jetzt die Stöcke, die Kohle und die Fackeln stecken. Die haben ständig gewechselt. Das Problem war aber, das ist hier, das war gerade abseits vom Lag, weil bei mir hat gerade überhaupt nicht gelaggt, sondern die Flächen bleiben einfach wirklich so lange, da wird man sie manuell abbaut. Das erscheint also echt mit diesem, dass Blöcke innerhalb dieses, dass diese Entities gespeichert werden. Und wenn man praktisch aus dem Block rausgeht und wieder reingeht, sind die gespeichert sind, da. Und der Dwarva erstellt selber die wieder neue. Man hat also an einer Stelle zwei Entities. Und wenn man den Dwarva abbaut, entfernt er nur die Entities, die er in dem Moment selber auch wieder gesetzt hatte. Und die anderen bleiben als ungenutzte davor stehen. Ich hoffe mal, man weiß gerade, was ich gedacht habe. Wenn du mein Gesicht sehen könntest, wüsstest du die Antwort. Mist, jetzt sind die ganzen schönen Dwarven weg. Ach, Menno. Na gut, Folge ist sowieso vorbei, dann würde ich mal sagen. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank für das Treffen und das spaßige Zusammensein. Na, immer wieder gern. Die Farm hat jetzt auf jeden Fall Baumwolle und zunächst mal haben wir dann, glaube ich, genug für ein paar Personen. Ah, kühle Luft. Oh, im liebten Himmel. Gut, dann mache ich auch mal das Fenster auf und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschö.